Ja, moin. Willkommen zu meinem Eurotaxi Simulator 2 Multiplayer. Heute fahre ich von Hamburg nach Dortmund. Und zwar, wir liefern Tafelgeschirr. So wie es aussieht, wenn es nicht gleich geklaut wird von anderen Fahrern. LKW-Tiny. Und zwar von hier fahren wir los, von Stokes. So, hier steht schon ein bunter Truck. Hier halten wir mal kurz an. So, Tafelgeschirr, Hamburg, Dortmund. So, dann wollen wir mal aufladen. Kurz mal hier rumfahren. Stopping. Und wir fahren heute mal ein bisschen rasanter als normal. Wie ich normalerweise nie fahre, um euch zu zeigen, wie das funktioniert, wenn Leute rasen und nicht auf die anderen achten. Ne? Ah, jetzt gibt es natürlich ein Problem hier, wenn ich jetzt rausfahre, dann gibt es Ärger. Dann gibt es gleich den ersten Unfall. Ja, schieb ihn an, danke. Und nochmal bitte, nochmal zurückfahren. Ah, hier ist schon der erste Blocker. Oder er will rückwärts reinfahren, das kann auch sein. Für mich zu hier. Warte mal, müssen wir hier ein bisschen rüber gehen. Wo will der hin mit dem Auflieger? Hallo, bist verrückt? Jetzt darf ich natürlich nicht reinfahren. Sonst habe ich gleich Schaden. So, jetzt kann ich rausfahren. Kommt der nächste Depp an. Ja, das wusste ich, das wusste ich. Da war noch einer drin gewesen. Der Grüne ist wieder reingefahren in mich. Und schon habe ich wieder Schaden hier. Das meinte ich gerade. Schaden 0,1%, das geht ja noch. Das war ja noch von meiner letzten Fahrt. So, die Ampelphasen sind ja länger. Ist gerade grün geworden, das passt sehr gut. Können wir ein bisschen mehr Gas geben. Ja, deswegen muss man bei der Ausfahrt aufpassen. Nicht das, was passiert, ein Unfall. So wie eben. Dass er plötzlich da ich in der Kollisionszone bin und er fährt vor in dem Moment und ist in meinem Auflieger wieder drin und dann gibt es halt so ein Unglück eben. So, jetzt müssen wir hier ungefähr eine Minute warten. Wollen wir mal das hoffen, dass es schnell geht. Ich fahre ein bisschen rasanter, was ich normalerweise nicht mache. Ich fahre meistens in der Stadt so 50, 60, 70, aber nicht hier mit 80, 90 rum, aber mir egal jetzt. Des Weiteren fahre ich auf Landstraßen immer 70 km/h und auf der Autobahn 90. Aber ich werde heute mal ein bisschen schneller sein. Aber ich muss auch tanken, wie ich gerade sehe. Na, komm schon. Ich wollte gerade losfahren. Du warst noch nicht so weit. Ist schon rot? Das, ja, sehr gut. So, Gas hier. Ja, wie gesagt, ich transportiere Tafelgeschirr. Mal sehen, was unterwegs erscheint hier. Jetzt ist es 12.50 Uhr in Echtzeit. Also einige sollten schon unterwegs sein. Die Schule ist fast zu Ende bei denen. Morgen muss ich leider arbeiten. Deswegen mache ich noch so eine Tour hier. Um es euch zu zeigen, wie ich hier Multiplayer zocke. Normalerweise spiele ich das, wie gesagt, hier fahre ich dann nur mit 80 lang hier vielleicht. Oder mit 60 oder 70. Aber nicht mit 90. Denn das bringt nichts, weil meistens dann noch Unfälle passieren oder Unglücke oder sowas, aber da ich ja schon erfahrener Fahrer bin, da hätte ich die Ampel nicht bekommen. Das war gut von mir. Ja, geschafft. Da sieht man schon, dass man nicht mehr so schnell die Kurve hochfahren sollte. Es könnte so ein Unglück passieren, aber da ich ja mit Lenkrad fahre, ist es nicht so ein großes Problem. Ich glaube, ich fahre nochmal tanken zwischendurch. Ja, zu früh am 12. geschaltet. Da beschleunigt er nicht so gut. Einmal kurz rübergehen. Hier fahre ich immer vorsichtig vorbei. Wegen sowas hier jetzt ein Beispiel. Warum fährt er jetzt rüber auf die vierte, zweite Spur? Das weiß ich nicht. Aber ich bin ja ein versierter Fahrer. Ich darf noch nicht rüberziehen, ich muss zwei LKW-Längen Platz lassen ungefähr. Ansonsten ramme ich den weg. Und was ich ja tun, ist vermeiden will. Ne? So, jetzt kann ich hier langsam wieder auf die erste Spur gehen. Und da fahren wir kurz raus, tanken. Weil ich ja nur noch einen halb voll habe, obwohl, wie viel Liter habe ich noch? Aber falsche Anzeige hier.
1900 Kilometer. Ah, fahren wir kurz tanken. Dann hole ich den einen gleich nochmal. Egal. So, mit 104 auf die Tankstelle fahren, was auch nicht so rechtens ist, ne? 114 meine ich. Brems, ja, gut. Punktlandung. Kurz voll tanken. Ja. Normalerweise, wie gesagt, heize ich nicht so. Mache ich nur bei Verfolgungsjagden. Aber dass ihr es mal seht hier, wie man auch anders fahren könnte, ohne großen Schaden anzurichten, ohne dass man Unfälle baut, wie man richtig rast. Dann kommt schon hoch hier. Dass es auch geht, ohne Unfälle zu bauen, schnell zu fahren. Ne? Man muss natürlich erstmal ein Lenkrad haben oder ein Joypad, vielleicht geht es damit auch noch so ganz gut. Aber mit dem Lenkrad hat man ein bisschen mehr Kontrolle, finde ich. Tastatur, da würde ich jetzt nicht, könnte ich auch schnell fahren, aber das Risiko ist so hoch, dass man Unfälle baut damit, weil man schnell hier verlenken kann, weil es einfach sofort einschlägt. Da kommt der andere, glaube ich, an, oder bin ich das? Das ist mein Scheinwerferlicht. Ja, schon sind wir wieder auf 80. Kurz mal hochschalten in den 11. Noch 256 Kilometer. Schon mal auf die mittlere Spur gehen, weil die Abbiegespuren ja die erste Spur meistens Abbiegespur wird. Und schon sind wir auf 109. Kann ich mal den 12. schalten oder noch zu früh? Das geht eigentlich schon, ne? Beschleunigt zwar nicht allzu schnell dann, aber egal. So, wir sind gleich hier an Bremen. Bremen ist auch eine kleine Stadt, Hansestadt. Die wenigsten Einwohner von Deutschland hat Bremen. Also jetzt hier dieser Stadtteil da, Bremen, Bremerhaven und sowas, ne? Dieses Ort da. Die wenigsten Einwohner im Bundesland da, oder das, ich weiß nicht, was es da war. Was war da bei meinem Georific-Spiel damals in Frage gewesen? Wer hat die wenigsten Bundeseinwohner laut Dichte oder was es da war? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es einmal das wenigste. Und da steht einer, Silent Pain. Was er da macht, ohne Auflieger, das könnte wieder ein Rammer sein oder sowas. Der ist schnell weg hier mit 130, 140 km/h. Da kommt er nicht so schnell hinterher. Der kann zwar 160, 170 fahren, wenn er voll aufgerüstet ist. Aber dann bin ich schon über alle Berge, hoffe ich jedenfalls, bis er beschleunigt hat. Wenn er mich gesehen hat. Ja, noch 184 Kilometer mit 140 Sachen. Auf der Autobahn nachts um halb null. Oh, hier muss ich ein bisschen langsamer werden, aber siehst du, zwei Räder und boom. Das kann passieren, wenn man zu schnell um die Kurve fährt. Das wollte ich gerade vermeiden, aber das ging leider nicht. Aber Schaden 1%, 3% des Kollisionsschaden kann mal passieren. Ja. Ich habe gedacht, ich kann ihn noch abfangen, aber da war die Leitplanke leider im Weg. Aber es sah schon gut aus, ne? Mit 140 diese Kurve nehmen hier, das war ein bisschen zu schnell. Da kommt eine etwas schärfere Kurve, da darf ich nur 120 maximal fahren. Aber erstmal wieder auf Geschwindigkeit kommen. Vor allem, wenn kein Verkehr ist, dann kann man mal ein bisschen schneller sein. So, jetzt sind wir schon wieder auf der Beschleunigungsspur hier. Na gut, das war eine keine scharfe Kurve. Hinter mir ist schon wieder einer. Zumindest habe ich die Rücklichter gesehen. Oder war was anderes gewesen, im Haus oder was auch immer. So, jetzt sind wir schon wieder auf 128 gleich. Da kommt was entgegen. Also,
sofern wenig Verkehr ist, kann man ja so heizen. Ne? Aber wenn da sofort hier mehrere Autos unterwegs sind, dann muss man sich mit etwas höherer Geschwindigkeit darum vorbeimogeln, wie ich das vorhin gemacht habe bei dem einen. Ansonsten könnte es sein, dass da ein Fehler passiert oder sowas. Evaldes steht hier. Da kommt wieder was entgegen. Wie ist die Kurve? Naja, sieht nicht so scharf aus. Einmal die Rundumleuchten, hat er zwar richtig an, aber... Oh, da kommt was. Da muss ich wieder langsamer sein. Mit 110 vorbeifahren. Das sollte klappen. Da vorne ist noch einer. Ja, es scheint ein Russe zu sein hier. Da sollte man wieder ein bisschen vorsichtiger sein. Ein bisschen bremsen in der Kurve hier, weil die auch ein bisschen schärfer ist. Und vorsichtig vorbeihangeln. Da könnt ihr gleich rüberziehen. Siehst du? Deswegen immer aufpassen. Und gleich, wenn er wieder rüberzieht, kann man Gas geben. Der fährt auch so mit 100 hier lang, 102. Der hält sich auch nicht so ganz an die Geschwindigkeit des LKWs. Aber wir ziehen mal vorbei jetzt hier langsam, mit 110 am besten. Oder ein bisschen schneller, weil er jetzt abzieht schon wieder hier. Der zieht schon wieder rüber. Das sind auch ein bisschen schärfere Kurven wieder hier. Da vorne ist noch ein LKW. Wir müssen auch bald abbiegen. 77 Kilometer noch. Aber bis dahin möchte ich noch überholt haben. Ah, es sind beide auf meiner Spur hier. Einer auf meiner Spur, der andere auf der anderen. Das ist jetzt Mist. Der eine hat keinen Auflieger. Das ist der Kogi. Ah, der fährt hier ein bisschen... Der bremst mich aus. So, jetzt gehen wir mal das Gäste hier ein. Mal gucken, ob er rüberzieht, der Koki. Nee, der zieht nicht rüber. Der merkt, dass ich stärker und schneller bin. Naja, ohne Auflieger ist immer schneller, aber trotzdem. So. Jetzt sind wir schon auf 93 wieder. Der Cookie ist noch hinter mir. Vor mir ist einer mit Warnblinkanlage an, auf der Nachbarspur. Wieder Russen. Ein Russe steht da drüben auf der falschen Spur. Die Chaoten sind schon wieder unterwegs, wie man sieht. Ja, das war die kurze Fahrt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir fahren jetzt kurz nochmal in Dortmund rein. Einen Crash hatten wir gehabt, durch zu schnelles Fahren. Aber es ist kein Problem. Und dort steht einer, kommt da runter. UA. DIMA 16. 16 junge Jahre alt vielleicht. Oder 1916 geboren, kann auch sein. Ah, der schleicht hier ziemlich, der Diener. Gleich kommt die Tankstelle, genau. Jetzt mal rüber meinen Diener, der hat ein bisschen langsamere Maschine anscheinend. Ich hoffe, da kommt nichts. Nun komm schon, komm schon, komm schon, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Noch einen Schalt höher machen. Oh, 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 oh. Nickel, 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 weg da. So, zwei, drei LKW lang weg und kann man rüberziehen. Ja, jetzt kommt noch die letzte Kurve. Da kann ich mit eventuell mit 50 rumfahren. Mal gucken. Ja, 40, ne? Und wir höher schalten. Und da sind wir in Dortmund. Gleich können wir kurz noch einpacken. Die Ware abliefern mit 1% Schaden. Mal gucken. 1%, vorne 3, ja, 2% Schaden mehr. Ist kein Problem.
Pfeffermühle ist normaler Verschleiß, Pfeffermühle nicht, sondern hier der Schaden, die 2%. Ah, das kann ich nicht lesen. Ner Desire, Ner Desyn, das ist türkisch anscheinend. Die Türken haben viele Ys drin. Oh, 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 oh. Ja, das rum. Und hier vorne reinfahren. Hier dürfte keiner stehen. Wenn ja, habe ich Pech gehabt. So, kurz hier so einscheren und dann nochmal so rechts rüber ein bisschen und dann rückwärts reindrücken. Ein bisschen weiter reindrücken. So. Ja, das ist türkisch, wie es aussieht. Noch einmal vorziehen und dann sind wir fertig. Turn off fucking Beeper. Ja, die nerven die Beeper, ne? So, das sieht gut aus. Und abkoppeln. Gute Arbeit, durch 1% Schaden, 198 Euro bezahlt, 16 EP weniger, aber egal. Ja, die Screenshots, ja, weil ich gerade gestartet habe bei dem. Und fertig sind wir. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.